Hallo ihr Lieben, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe ein Überraschungspaket von der lieben Pinky von Pinkys Kreativwelt bekommen. Und ja, wie es schon sagt, Überraschungspaket. Ich weiß also nicht, was drin ist. Ich habe aber mal nur für die Nadine meine pinke Unterlage genommen. ja, und jetzt möchte ich gerne mal mit euch zusammen reinschauen, was sie mir geschickt hat. Das Paket ist schon auf. Ich habe es gemacht, weil wer der ein oder andere, der schon mal bei Pinkys Kreativwelt bestellt hat, weiß, dass der Micha eigentlich so gut einpackt, dass man erstmal stundenlang aufschneiden muss. Es ging aber diesmal relativ einfach und schnell. So, dann wollen wir mal schauen. Wie immer, gut eingepackt, bruchsicher. Sehr gut eingepackt. Oh, was ist denn da alles drin? Oh mein Gott, sie lila. Ich nehme jetzt einfach mal eins raus. Ich lasse es mal so. Wieso schreie ich eigentlich so? Ich glaube, ihr versteht mich trotzdem ganz gut, ne? Ich lasse es jetzt einfach mal so und packe das mal aus. Vorsichtshalber nehme ich mal die Schere zur Hand. Boah, Leute, ich bin so aufgeregt. Und das in meinem Alter mit meinem Herz. Guckt euch das mal an. Ein Herz in Lila natürlich mit Glitzer und mit den zwei Händen, die sich so ist das süß. Ist das süß? Das gefällt mir gut. Dankeschön. Oh wow. Das fängt ja schon mal gut an. Ist das toll? Man erkennt jeden Finger. Richtig super. Sieht man das überhaupt in der Kamera? Sieht man ganz gut. Okay. Also in der Kamera sieht es mehr blau aus, es ist aber lila. Gucken wir mal, was wir hier haben. Puh, mir ist schon ganz heiß. Ist auf jeden Fall auch lila, würde ich mal sagen. Ich glaube, die Nadine weiß, dass ich lila mag. Vorsichtig machen. Will ja auch nichts kaputt machen hier von den guten Sachen. Was ist das Guckt mal. Oh, wie schön. Ist der toll. Oh mein Gott. Ist der schön, der Wolf. Und den Lila. Ist der super. Ich könnte mir den jetzt stundenlang angucken. Ich liebe ja
Dieses große Glitzer. Ist der toll. Hammer. Richtig Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist der toll. Ja, wer jetzt schon verliebt ist, diese tollen Sachen bekommt ihr bei Pinkies Kreativwelt. Ich werde euch natürlich den Shop von der Pinky auch in der Infobox verlinken. Ich muss mal eben einen Schluck trinken, Leute. Mir ist so heiß. Oh Mann. Da ist noch so viel drin. Und noch was Großes und noch was. Und noch was. Okay. Okay, wir nehmen jetzt mal das hier. Ist das spannend? Also, Nadine, I love you. Aber das weißt du ja, ne? Du bist echt der Hammer. Du bist einfach der Oberhammer. Also ich glaube, von der Form her weiß ich schon, was drin ist. Und jeder, der bei der Nadine, bei der Pinkies Kreativwelt auch schon mal bestellt hat, könnte vielleicht auch erahnen, schon, was es sein könnte. Das ist meine Stifteablage von der Pinky. Ich glaube, ja, ich glaube, es könnte eine Stifteablage sein. Ist die nicht schön? Glitzer, Glitzer, Glitzer. Hier sind übrigens auch die großen Glitzer. Also hier ist ja alles mit Glitzer, ne? Ich hatte gesagt, Lila mit ganz viel Glitzer. Das habe ich bekommen. Ja. Gut. Aber jetzt gucken wir mal. Ich bin überhaupt nicht aufgeregt. Nein. Ich sehe es schon. Guckt euch das an. Mit Sternchen. In Lila. Und da sind sogar, könnt ihr das sehen hier, Perlen drin. Hier auch. Ist das Hammer. Oh, und kleine Herzchen. Und hier diese Sterne, die finde ich ja so upi. Ist das toll? Oh, das spiegelt ja. Hier sieht ihr, ah. Guckt mal hier. Die Perlen. Ach, ich glaube, das ist das, die Ablage, wo sie sagte, dass mit den Perlen, dass die abgesunken sind. Aber ich finde es cool. Man halt an der Seite Perlen. Und ein bisschen sieht man sie ja auch durch. Also ich find's granatenmäßig. Jetzt habe ich zwei Schiffchen, die ich ehrlich gesagt auch brauche. Ich habe manchmal so viel Kram, von dem ich meine, dass ich ihn zum Painten brauche, wie das halt so ist. Ne? Also wenn man wirklich das nur nimmt, was man auch wirklich braucht, dann ja, hätten wir, glaube ich, nur ein Bild. Also mit dem Zubehör, was bei dem Bild dabei ist, und dann ist gut, aber das wäre ja langweilig.
Ist die schön? Guck mal, jetzt habe ich. Zwei Stiftablagen. Hammer. Hammer. Richtig cool. Da ist noch mehr drin. Wartet mal. Ein Organza-Säckchen. Also ich schiebe das mal hier rüber. Da. Ich finde ja diese Organza-Säckchen so toll. Ich liebe die voll. Die sind so schön. Und vor allen Dingen kann man die nachher nochmal wieder verwenden. Ich habe das letztes Mal auch gemacht. Für Geschenke. Oh, wieso kriege ich das denn jetzt nicht auf? Hilfe! Nein! Profi Sabrina wieder am Werk hier. Aber irgendwie ist hier ein Knoten drin oder so. Ich möchte es jetzt nicht aufschneiden müssen oder so. Ja, hier ist ein Knoten. Es hat sich verschnurzelt. Okay, wartet mal. Ich versuche mal. Vielleicht. Ah, so geht's. So geht's. Richtig schön. Kann man noch mal gebrauchen. Also, ihr seht, lila. Lila, lila, lila. Schimmert schon durch. Ich fange mal mit dem kleineren an hier. Und lieben Dank an Micha, du hast wieder super verpackt. Also 1A. Vielleicht so ein kleiner Verbesserungsvorschlag wäre farbiges Tesafilm. Da muss ich nicht so lange suchen, wo ich aufmache. Ich habe Gänsehaut, Leute. Ich habe echt Gänsehaut. Oh mein Gott. Ich muss mich kurz, ich muss mal eben runterkommen. Okay. Also ich habe an meinem Wohnzimmerfenster, an dem mittleren Fenster, habe ich so einen Ast hängen, an dem man so Sachen dranhängen kann. Und den hatte ich der Nadine mal gezeigt. Und ich. Oh mein Gott. Das sind Anhänger. Guckt mal, da oben ist, hat es ein Loch reingemacht. Dann kann ich da so eine Anglerschnur oder wenn man ein schönes Band hat, nehmen und das dann an den Ast hängen. Toll. Okay, also wenn ihr das schon geil findet, passt auf jetzt. Seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? Das ist hier so ein Pfoteneinleger. Das sieht man so schlecht durch die Kamera, aber das ist ein Pfoteneinleger. Ich habe ja einen Hund. Oh mein Gott, ist das toll. Und das glitzert so schön. Und hier ist übrigens auch ein Loch drin. Hier oben. Auch richtig schön sauber. Also nichts ausgefranst. Und dann ein größeres.
Das ist ein Knocheneinleger. So ein Hundeknochen. Hier oben auch wieder mit Loch. Ist das toll. Da könnt ihr es besser sehen. Ist das toll. Puh. Hammer, Hammer. Und dann auch noch, das sind drei verschiedene Breiten. Und seht ihr das? Ist das toll. Wow, Nadine. Wow. Ja, oh, ich muss gucken, dass ich das bloß nicht kaputt mache. Ist das toll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das noch mehr. Lecco mio. Oh, ich habe, Leute, ich habe wirklich überall Gänsehaut. Das ist so krass. Ist das schön. Oh, jetzt wird mir heiß. Oh, ist das toll. Übrigens hier für die Crafty Chick, für unsere Käthe, ne? Schön die Punkte. Oh, ach du Sch. Ach du Sch. Ach du je. Wie viele kommen denn da? Oh Nadine, du verrücktes Huhn. Also ich würde sagen, die sind auch für meinen Ast. Ich drehe durch. Guckt natürlich in Lila, das muss ich ja jetzt nicht nochmal extra erwähnen. Hat sie auch was durchgebohrt? Dann so eine, ja wie nennt man die Form? Kennt ihr dieses Eis, dieses Wassereis, was man so, ihr wisst, was ich meine? Daran erinnert mich die Form immer. Ist das toll? Okay, einmal diese Form. Dann haben wir diese Form hier. Überall natürlich immer die Löcher, ne? Damit ich da meine Schnur durchziehen kann. Dann hier so eine Dreiecksform. Oh, ich bin so aufgeregt. Ist das toll. Dann hier so eine Diamanttropfenform. Seht ihr das? Oh, mein Ast wird so toll aussehen. Also wenn ich den fertig dekoriert habe, mache ich euch ein Foto. Ja, und ich poste das dann in der Gruppe. Ich bin so aufgeregt. Diamond Painting, ein Hobby, das verbindet. Und vielleicht irgendwann im nächsten Video füge ich sie noch mit an. Hier so eine viereckige Form. Ich zitter schon. Noch mal eine viereckige. Hammer. Wie das glitzert, könnt ihr euch vorstellen, das hängt dann am Fenster und da scheint die Sonne drauf. Das wird der Knaller. Und dann habe ich hier noch mal so eine Diamanttropfenform, wie auch immer man die nennt, die Form. Ihr wisst, was ich meine. Toll.
Oh mein Gott, das ist so toll. Ist das toll? Oh. Ich habe gar keinen Platz mehr. Wo soll ich das alles hinlegen? Wartet mal, ich lege es mal vorsichtig hier rein. Okay, was haben wir noch? Noch was Großes. Und dann ist der Karton. Ja, der Karton ist leer. Ich tue mal die ganze Folie hier rein. Die schmeiße ich übrigens nicht weg. Ich werde ja mit Sicherheit demnächst auch noch was verschicken. An wen wohl? ja, und da kann man das gut gebrauchen. Leute. Ihr wisst gar nicht, wie aufgeregt ich bin. Ich habe Gänsehaut, mir ist kalt, mir ist heiß. Okay. Was ist denn da noch drin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da sind zwei Sachen drin, Leute. Was machst du mit mir? Und ich habe gar nicht Geburtstag oder so. Noch so ein schönes Säckchen. Ich bin so aufgeregt, ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht aufmachen. Sorry, Leute, wenn das Video so lange dauert, aber ich bin so aufgeregt. Okay, ein Toolkit. Grünes Schiffchen, rosa Stift. Zipbeutel und. Was ist das? Eine Spritze? Eine Spritze? Nee. Ich glaube, das ist hier ein Aufsatz. Für den Kleber. Okay. Lila, Glitzersteine. Lila, was ist das? Abis? Oh mein Gott. Seht ihr das? Die sehen Hammer aus. Oh, guckt euch das an. Das ist der Teddybär-Schlüsselanhänger. Da kommen die Steine drauf. Oh mein Gott. Dafür ist auch der Kleber. Ist das toll? Dankeschön. Ich freue mich. Habe ich das verdient? Okay, ich lege es mal hier. Sieht man das noch im Bild? Nö. Ich will ja alles hier schön im Bild haben. Okay, in dem Paket ist aber noch was in dem Karton. Ich würde sagen, das sieht verdächtig aus nach einem Bild. Ist sie nicht süß? Okay. Schauen wir mal nach. Was für ein Bild das ist. Also wenn das Bild jetzt auch noch in lila ist, ist mein Tag perfekt. Ich glaube, dann muss ich ein bisschen leider mal hier die Sachen aus dem Bild schieben. Egal, ich mache es jetzt so auf.
ein Toolkit, Standard-Toolkit. Das Bild, ich liebe es. Moment, Leute, ich mache mal eben kurz auf. Und zu. Damit es sich ein bisschen flacher hinlegt. Hier, die Knicke sind gar nicht so schlimm. Ist ja Flüssigkleber. Das legt sich alles aus. Ja, durch die Kamera erkennt man es besser. Das ist hier ein Baum. Mit einem Mädchen, das sich zu dem Baum hinstreckt. Und lila, 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 lila. Überall lila. Ist das toll. 30x30 Bild mit 17 Farben, runde Steine. Ich finde es so toll. Ich glaube, das kommt auch ganz gut raus, wenn es gepaintet ist. Aber das werde ich euch dann zeigen. Natürlich. Und auch der Nadine, der Pinky, werde ich das zeigen. Dankeschön. Das ist so schön, das Bild. Und das ist eine tolle Größe, wenn man mal so zwischendurch. Und auch rund, weil ich ja sonst überwiegend heckig painte. Toll. Toll, toll, toll. Oh, das ist jetzt aufregend, Leute. Also, danke, liebe Pinky. Wenn ihr sagt, boah, geil, die Pinky macht so tolle Glitzersachen. Und ich möchte auch sowas. Geht gerne mal in ihren Shop. Gibt es natürlich nicht nur in lila. Auch wenn man das jetzt meinen könnte. Nein, es gibt es auch in ganz vielen anderen Farben. Ist das toll oder ist das super? Ich liebe es. Ja. Okay, wir sind jetzt fast bei 28 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Ich hoffe, ich habe nicht so viel gequietscht und gesungen. Aber ich bin so, so mega, super mega happy und ich, wow, einfach nur wow. Liebe Nadine, liebe Pinky, vielen, vielen lieben Dank, du bist so toll, ich hab dich ganz doll lieb. Ganz toll. Danke für die tollen Sachen und ja, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Sachen findet. Ob ihr auch schon mal bei der Pinky bestellt habt. Und ja. Wow. Bis dahin, ich schicke euch ganz viel Liebe. Tschüss.